Hallihallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Warte mal, was? Ach, scheiße, ich war kurz abgelenkt. Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 2. Let's Play mit mir, TMWS Draft. Yeah, genau. Gottes Versteck, ich komme. Ja. Bevor wir uns dann jetzt der GT-Sage das allererste Mal widmen, ja. Jo. Was wollte ich sagen? Cyborg-Wrack. Nein, das nicht, aber... Ja, gehen wir erstmal hier zu ins Reich der Kaioshins und ja, Uub ist ja jetzt mit uns und ja, kannst du bitte mal, sieht aus, als müsstest du mehr trainieren, ob du Tests bestehst, ja, ach, Leichtigkeit und es sind diesmal nicht C19 und C20 und oder C13, eigentlich ist das ganz schön, weil das wäre dann wirklich dreimal dasselbe gewesen, das wäre total kacke gewesen, ja, also sowas mag ich nicht, wenn ständig Wiederholungen kommen. Obwohl man schon längst begriffen hat, wie der Hase läuft, aber... Oder was weiß ich. Das Leben braucht Abwechslung, nur dann ist es amüsant. Okay. Abwehr. Und Geschwindigkeit. Und Explosion 2. Wenn ich es denn finde. So, okay, ich muss dann jetzt demnächst nochmal shoppen gehen. So, wir sind Level Up und wir jetzt kämpfen dann gegen Zangia und Sagini. Ach, Sagini, Quatsch! Wie heißt Bojack genau? Wie, so hieß der? Der coole Typ da, dieser Ghetto-King. Wow. Leute, ich mag's nicht, eine Frau zu schlagen, ja? Auch wenn sie kämpfen will. Das ist irgendwie, trotz allem finde ich das ein bisschen doof. Na ja, gut. Kommt wirklich aber auch drauf an, wie diese Frau eingestellt ist, oder? Ja. Wenn sie denn wirklich kämpfen will, ist es dann auch wiederum okay. Wow, Uub kann das Super Kamehameha, das wusste ich nicht. Okay, das geschieht mir recht. Denke ich mal irgendwie. Obwohl, Leute, eine Frau irgendwie, es abzulehnen, dass eine Frau kämpfen will, ist ja dann auch wiederum irgendwie Sexismus, weil dann lehnt man ja auch Frauen ab, weil das ist ja auch total scheiße. Also Sexismus ist in unserer Generation heute out. Das soll heute keinen Anklang mehr finden. Das soll, darüber soll der Mensch längst drüber hinausgewachsen sein. Das ist einfach ein Naturgesetz des Menschen, verdammt nochmal, ja? Oder ein Grundrecht des Menschen, ja? Das soll heute, der Mensch soll heute im Mittelpunkt stehen, im Vordergrund, ja? Das ist heute einfach so, sonst überleben wir nicht mehr. Gut. Wollte ich nur mal so eine kleine Ansage, Kampfansage, was auch immer machen. Und mal zu, ja, damit ihr vielleicht auch mal wisst, wie ich manche Dinge im Leben sehe. Obwohl es eigentlich für mich eine total Selbstverständlichkeit ist, sowas, ja. Oh, oh komm, schlag mir die Fresse ein, Bruder. Ja! Ey, Bruder! Oh, und stell mir Bein und schlag mich tot, ja. So, aber ich will dich jetzt aber tot sehen mit einem Super-Kamehameha. Oh! Wow! Nicht cool. Ja, das war auch nicht cool, aber ja gut. Ah! Ich mag dieses Geräusch und dieses Gefühl, dass ein Angriff nicht durchgeht. Ey, das haben sie echt so richtig, richtig, richtig fies gekoppelt miteinander, diese beiden Dinge, ey. So, jetzt ist aber Hildegard. Ach, Hildegard, Quatsch! Bojack ist tot. Ich bin im Kopf immer noch bei Hildegard, weil es keine 5 Minuten her ist, dass ich gegen ihn gekämpft habe. Ja. Aber weil ich gerade letzten Part genau zu dem Tag, an dem Tag aufnehme, wo ich... Wie jetzt. Brr. Lol. Ja. Ach! Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn jetzt los? Wieso kommt keine Zwischensequenz? Ich war ja in einem... War ja nicht in der Hauptstory gerade drin, sondern im nebenbei irgendwas gemacht. Ja, so war das. So ist das. Goku ga Roukai Oshin no moto de shigyou o konatte iru sono toki. Dai pinchi no pan o sukuu tame ichidan to takumashiku natta Uub ga kaketsukeru no de atta. Kondo wa ore ga aite da. Taikutsu shite ita tokoro de. Omae o itaburi tsukushite koroshite yaru. Okay, wer ist Baby, liebe Leute? Baby ist eigentlich
Also wer ist das jetzt? Also das ist Super Baby. Ja, das ist... Das ist eigentlich Vegeta, ja, aber Baby hat... Oh, Leute, bin ich blöd, ey. Ich habe jetzt gar keine... Items gekauft. Oh, Leute, oh Gott. Habe ich noch irgendwie Gesundheit plus 10 oder so? Nein. Kacke, Dreck. Ich hoffe, du kommst nicht zum Einsatz, Pan, weil ich für dich erst noch ein bisschen was kaufen muss. So, gegen der Typ, gegen den wir jetzt kämpfen, ist Vegeta, aber wenn Baby ihn kontrolliert, ja. Und das, ja. Eigentlich sieht man in diesem Spiel Baby gar nicht. Also die wahre Gestalt. Das ist nämlich wirklich irgendwie so ein Schleimbolzen von Dr. Mio. Nein! Lol, kann ich das etwa... Das wäre total krass. Na, blöde Entscheidung. Ah! Ich mag es nicht, wenn mein Ki alle ist und ich regenerieren muss, um wieder im Kampf... Autsch. Boah, ey, der ist aber aggro drauf. Im Ernst. Jetzt bin ich dran. Ja! Nimm das, Bitchlap, Bitchlap und wuhuhuhu! Und einmal noch mitten rein in die Eier, ja. Na, 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 na! Okay, ich mach das Ganze nochmal. Einfach, weil es schön war. Schlag in die Eier! Ja. Okay, wilder Sinn, Extrem Power Up. Wilder Sinn ist eigentlich was ganz, ganz Nettes, ja. Was war denn das jetzt? Also wir Männer sind hier irgendwie ganz schön besoffen drauf irgendwie. Irgendwie kriegen wir es nicht geschissen, uns zu treffen. Mit unseren Schlägen. Oh, ho, ho, yeah. Warte mal, was hast du als... Super... Du hast Explosionswelle. Schön. Eigentlich ist das der Super-GAU an Explosionsangriffen, finde ich. Aber wenn es dir gefällt, ist es okay. Ich meine, ich will ja jetzt nicht über deine Skills aufregen. Um Himmels Willen. Nein, nein, nein. Aber da hätten die Entwickler sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ach Quatsch, was heißt Mühe? Nee, ist alles gut. Scheiß drauf, ihr müsst das jetzt nicht ernst nehmen. Hat ja alles einen Sinn, so wie es ist, ne? Und damit sollte man klarkommen. Sonst kommt man mit gar nichts mehr klar. Jetzt komm ich auch! Boah, Leute, ich kling heute mal so richtig männlich, whatever. Ich kein Nick, hab nicht mehr gesehen, was passiert. Aua. Nein, du schlägst mich nicht. Ich mag es nicht, geschlagen zu werden. Na! Leute, immer wenn man etwas nicht will, bekommt man es. Das ist irgendwie schon... Man kann es als Ironie sehen oder einfach als... Vielleicht auch als Tatsache, das, was man will, was man nicht will, will man eigentlich irgendwie unterbewusst irgendwie. Das ist... Ja, Dragon Ball! Mann, du bist echt clever, du. Oh, Mann! Warum bist du jetzt die letzte Leiste so hartnäckig, ey? Das machst du doch jetzt nur, um mich zu ärgern. Und zu mobben. Nee. Leute, ich mach jetzt Schluss. So. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, in your face, bitch! Oder in die Eier. Leute, es sieht echt so... Bei vielen Sprintangriffen sieht es echt so aus, als ob die Kämpfer irgendwie in die Eier schlagen würden. Und nicht in den Bauch. Wirklich! Das war zum Beispiel bei Kid Gohan so, als er gegen Nappa, als wir gegen Nappa gekämpft haben. Der hat den in die Eier geschlagen. Richtig in die Eier, ja. Doch. Das ist irgendwie... Ja. Das ist schon... Ja, so, bla bla, irgendwie. Ist okay, aber das wünscht sich niemand. Wollte nur sagen, das ist assi. それが悟空から教わった戦闘力か。早ほどのパワーも感じんぞ。お掃除もこれで終わりだ。ウーブが絶対絶命のピンチを迎えたその時、もうサタンのこと好き。でもなぜかウーブのことも見捨てられない。 Okay, es geschieht etwas ganz Trauriges mit Buu. Ich habe die Szene gesehen damals. Das ist eigentlich schon fast so, als ob Uub sich jetzt mit seinem alten Ich mehr oder weniger vereinen würde. Er hat sich jetzt auch vereint mit Buu, ja. Und ist stärker geworden. Warte mal, es interessiert mich jetzt, ob in der GT-Saga hier jetzt auch Broly irgendwie rumtrullert.
Weil das... Pff. Nee. Nee! Leute, nee, oder? Wieso lebst du denn noch? Wieso bist du hier auf der Erde? Und was willst du in der GT-Saga? Du hast hier nichts verloren, ja? Du kommst vielleicht in der Super-17-Saga vielleicht mal kurz in einem Bild auf, ja? In einer Folge, aber mehr nicht, ja? Du hast... Was soll denn das? Also irgendwie ist das zeitlich sehr, sehr unrealistisch, will ich mal einfach mal so sagen. Und außerdem, Broly gibt so gar nichts her. Fast so wenig EXP, wenn ich... Also, so habe ich das in Erinnerung. Majin Buu gibt sein Leben, um Uub zu helfen. Er wird von Uub absorbiert. Ich weggeguckt haben, so werden die zwei Hälften wieder vereint. Und ein neuer Krieger ist geboren. Also, Majub. Oder Majub. Ja. Weiß jetzt nicht, wie ich ihn nennen soll, aber definitiv wird hier jetzt Crack gemacht. Was auch immer das Crack gemacht. Ich meine, hier wird jetzt Schluss gemacht. Ja, hier wird jetzt definitiv Nägel mit Köpfen gemacht. Das wollte ich sagen. Ja, jetzt wird Crack gemacht. Das Leute, ich bin doch ehrlich gesagt ein bisschen buff. Majub kann den Schokoladenschall anwenden. Wie cool ist das denn? Ich dachte nur, das könnte dieser nette, unser rosa Kumpel machen, ja. Ja, rosa Kumpel. Ich habe nichts gesagt. Ah! Mann, hör auf mich zu schlagen. Sonst schlage ich zurück. Bitch Slap. So. So, mach die Fliege hier. Jetzt aber mein. Energiewelle, ja! Mann, wieso können die immer so schnell blocken von unten? Ja, das ist nicht fair. Weg hier, schnell. Wo ist hier der nächste Dragon Ball? Warte mal, hast du irgendwie einen Extrem-Power-Up oder so? Nicht blockbarer Angriff, mystischer Atem, KI-Kosen. Wisst ihr, was ich lade? Bitte, das muss schneller gehen! Ja! Super! Toll! Was für ein Superstart! Mann! Blitzpfeil! Oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt. Junge, was war denn das für ein Angriff? Also, als Superfinisher ist das für mich jetzt nicht so, der Renner. Oh nein! Oder? Doch, ich hab gewonnen. Jetzt wird genascht als Belohnung. Obwohl, ja. Wir wollen natürlich kein Diabetes kriegen oder Zuckerkrankheit oder Zuckertod sterben. Das wollen wir tausendprozentig nicht, ja. Manchmal muss man eben auch grünes Zeug zu sich nehmen, ja. Also. Aber das Leben meint's deswegen gut mit uns. Die bittere Seite ist eigentlich auch was Schönes, wenn man sie denn richtig versteht. Oder wenn sie richtig genutzt wird, zumindest, ja. Aua! Das kriegst du zurück. Genau auf dieselbe Weise, nur in Blau. Alles klar, Leute. Wir kriegen Super Saiyan 4 Son Goku. Ja, es gibt auch eine vierte Stufe vom Super Saiyajin. Mehr oder weniger inoffiziell, weil GT ist eigentlich nicht, Dragon Ball GT ist eigentlich nicht auf Akira Toriyamas Idee gewachsen, weil eigentlich wurde er mehr dazu überredet, das zu produzieren, aber Dragon Ball, eigentlich ist man in GT da sich unsicher, ob das jetzt wirklich Fakt ist, was da passiert in GT, oder einfach nur Fanbase quasi ist, mehr oder weniger. Ja, also sein, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendwie das Unternehmen den dazu dazu gezwungen, irgendwie noch was mit Dragon Ball zu machen und was weiß ich, eine Fortsetzung oder so, aber war eigentlich nicht in Akira Toriyamas Sinn, aber Super, Dragon Ball Super ist jetzt definitiv in Akira Toriyamas Sinn, wenn ich da richtig informiert bin. Man kann sich ja schnell fehl informieren. Aber gut, Majub drängt Baby in die Ecke und feuert einen Strahl ab, den Baby besiegen soll. Doch Baby reflektiert den Strahl und Majub verwandelt sich selbst in Schokolade. Oh.
光線ごときでチョコにされるほど甘くはないわ。本当にチョコレートのように甘いやつだったな。Gleichzeitig beendet Son Goku sein Training und kehrt zur Erde zurück, um Baby zu stellen. Ja, Erde? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass in der Serie die alle, dass es auf einem anderen Planeten stattgefunden hat. Oder? Aber Leute, es war auf jeden Fall so ultra traurig und deprimierend, wie Baby einfach mal alle, ausnahmslos alle von der Erde, auch die Z-Kämpfer, alle kontrolliert hat. Nur Pan ist da irgendwie verschont geblieben, warum auch immer. Und Son Goku auch, weil er nicht da war oder so. Und Leute, das ist er jetzt. Super Saiyan 4 Son Goku. Und er hat auch einen Schwanz, ja. Ja, also hintenrum. Nicht vorne rum. Leute, versucht einfach mal ein bisschen die verkehrte Seite vom, verkehrte Denkungsweise mal ein bisschen zu, ja, irgendwie ein bisschen zu rumzudrehen, okay? Nur ab und zu mal ein bisschen, ja, das reicht schon. Als Son Goku Pan weinen sieht, kehrt seine Vernunft zurück. Er wird zum vierfachen Super Saiyan 4. Vierfachen Super Saiyan klingt besser. So, nachdem er sein Potenzial, volles Potenzial erreicht hat, will sich Son Goku mit Baby messen. Ziemliches Großmaul, was ist denn das jetzt? Leute, wieso hat denn Son Goku kein... Ach, doch, okay, Leute, ich verstehe warum. Super Saiyan 4 ist einfach mal nicht derselbe Son Goku, mit dem wir immer gekämpft haben. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem und ich habe immer noch vergessen einzukaufen. Oh mein Gott, Leute, was ist denn nun mit mir los? Gut, dann müssen wir irgendwie eine Übergangslösung finden. Also das ist jetzt definitiv dringend. Vielleicht schaffen wir es ja auch so, Baby zu besiegen. Ki plus... Oh Gott, habe ich noch Angriff? Angriff plus 6. Ja, könnte gehen. Abwehr muss noch drin sein. Abwehr plus 6. Oh, das wird interessant, Leute. Ausrüstungsslot plus 2, bitte. Dann noch ein Geschwindigkeit. Habe ich noch eine Geschwindigkeit von hoher Stufe? Ja, definitiv. Und noch eine Explosion 2. Das muss noch rein. Alles plus 6. Alles, guck mal. Alles ist hier 6, 6, 6, 3 mal 6. Oh Gott, Leute, ist das vielleicht ein böses Zeichen oder ein böses Omen? Kommt drauf an, ob du an sowas glaubst. Das ist der Knackpunkt. Yep. Alles klar, Leute. Also Son Goku ist definitiv schwächer als vorher, so viel ist klar. Mal sehen, wie es sich mit dem kämpfen lässt, mit dem Vierfachen. Ja, genau, es ist nämlich der GT Son Goku, der Kind, der Son Goku als Kind in der GT-Version. Ja, den gibt es hier im Spiel. Und der verwandelt sich nur in dem vierfachen Super Saiyan, nicht der Son Goku, den wir kennen. Also, Hildegard-Kapitel war das letzte Kapitel mit Son Goku per se. Mit dem Son Goku, den wir kennen. Okay, Meteorschlag war ja schon mal der Renner. Und da gibt's doch noch ein zehnfaches Kamehameha, oder? Oh! Leute, viel Schaden, aber warum ist er nicht weggebasht worden? Leute, ich hab den perfekt geschlagen? Was? LOL, okay. Gut, das ist aber... Jo, das, ja, das ist cool. Ja. Ja. So, okay. Das war mir gar nicht bewusst, dass er nicht zugeschlagen, dass er mich nicht getroffen hat. Cool! Leute, das ist immer wieder richtig mutmachend oder also so richtig selbst aufbauen, wenn man sowas schafft. Das ist
Wundervoll. Überwältigt von Son Gokus Macht scheint Babys Niederlage besiegelt, als Bulma, die von Babys versklavt worden war, hat ihre Geheimwaffe fertiggestellt. Baby ist im ernsten Schwierigkeiten, oder nicht? Warte, Bulma! Dank Bulmas Geheimwaffe, der Super Blutzblatzwellengenerator, beginnt Baby sich zu verwandeln. Der Kampf um das Universum nimmt eine überraschende Wendung. Oh, ja, gut, okay. Leute, aber ich will jetzt erstmal mich platzieren, wohin, ja? Falls ich denn jetzt zur Weltkarte komme, das wäre mir jetzt sehr wichtig. Ja, ich will mich jetzt hier an den Shop platzieren und Uranai Baba, die lebt sogar noch, ja? Richtig cool, ja. Leute, aber ich glaube, es ist dann jetzt hier auch definitiv mal nochmal ein kleines Päuschen. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe noch das Ganze, dann vergesse ich definitiv nicht. Ja, selbst in der Hölle regiert das Geld. Das haben wir verstanden. Oh, sorry, ja, wollte ich nicht wegdrücken, liebes süßes Gespenst. Alles mal 5. Nee, das lasse ich mal. Wisst ihr was? Und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, hier alles mal zu kaufen, ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich die Lilanen schon mal alle gekauft habe, ja. Nee, warte mal. Nein, eins reicht. Und jetzt werde ich definitiv hier auch mal was machen, ja. Gut. Das war alles, liebe Uranai Baba. Ich finde das Gespenst so cool, wirklich. Okay, Leute, hier ist nochmal Pause, wie gesagt, angesagt. Und ich glaube, ich mache jetzt auch mal, ja, fange jetzt mal an, meine drei Parts zu schneiden, die ich heute geschnitten habe, aufgenommen habe, ja. Und das nächste Mal wird Son Goku ein bisschen stärker sein. Auf jeden Fall. Leute, bis zum nächsten Mal, euer TMS Drive und ciao. Oh Leute, diese düstere Musik, die ist irgendwie so schön. Ich mag die. Ja, gut. Tschüss.